Es ist eine abgeschmackte Verleumdung der menschlichen Natur, dass der Mensch als Sünder geboren werde. Das Individuum kann sich selbst nur dann als frei erkennen, wenn es seine eigene Vernunft als die höchste Autorität anerkennt. Jeder Mensch hat die Pflicht, die Welt so zu verändern, wie er sie gerne hätte. Der Mensch ist frei, weil er weiß, dass er frei ist. Die Aufgabe jeder Generation ist es, die Freiheit und die Unabhängigkeit ihres Volkes zu erhalten und zu erhöhen. Ein Volk, das seine Freiheit verliert, verdient sie auch nicht mehr. Die Wahrheit ist nicht in Büchern, sondern in uns selbst. Der Mensch, der sich selbst kennt, kennt auch die Welt. Das Individuum ist durch seine Vernunft frei, aber es kann diese Freiheit nur durch Handeln erreichen. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, denn Bildung ist die Voraussetzung für Freiheit. Wahre Freiheit kann nur in der Gemeinschaft erreicht werden, denn Freiheit bedeutet Verantwortung für andere. Die Wahrheit ist nicht etwas, das man finden kann, sondern etwas, das man machen muss. Wer sein Leben verändern will, muss zuerst seine Gedanken verändern. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung, aber er muss auch bereit sein, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Freiheit bedeutet nicht, dass man tun kann, was man will, sondern dass man tun kann, was man tun sollte. Echte Freiheit kann nicht durch Gesetze oder Regeln garantiert werden, sondern nur durch die Vernunft und das Bewusstsein jedes Einzelnen. Liebe ist die Fähigkeit, das Glück eines anderen Menschen als das eigene anzusehen und es von ganzem Herzen zu wünschen. Empathie ist die Fähigkeit, in die Seele eines anderen Menschen zu schauen und dessen Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen. Vielen Dank, dass du dir die Zitate angesehen hast. Abonniere gerne den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir freuen uns auch über einen Like von dir.